Hallo, Börsentrainer Karlsruhe, Andreas Dienbacher im Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitness im Umkreis Karlsruhe, mit Angie, der Studioleitung von Venice Beach. Wir werden euch heute einige an Krafttrainingsübungen zeigen, an Maschinen- und Freihandelbereich, sodass ihr verletzungsfrei eure Trainingsziele erreicht. Angie zeigt uns nun die Übung für die Oberschenkelmuskulatur, den Quadrizeps, die Streckerisolationsübung für den Oberschenkel. Und auch hier hat man einige Möglichkeiten, das Gerät richtig oder falsch einzustellen. Wir zeigen es einmal, wenn man es richtig machen soll, dann zeigen wir auch dann, wie man es nicht machen soll. Hier vorne haben wir die Möglichkeit, die Druckplatte einzustellen für die Unterschenkel. Und es sollte so sein, dass die Druckplatte vom Druckpunkt oberhalb des Knöchels liegt. Provozier es einfach, mach es mal weiter runter, Angie, ganz nach unten. Also solche Sachen gehen gar nicht. Das heißt, ein Stück weiter nach oben, so oberhalb des Knöchels, Lasteinleitung, Fußspitzen leicht angezogen. Und jetzt aber darauf achten, wir haben hier natürlich auch eine Drehachse. Auch hier ist wieder eine Drehachse. Das haben wir hier und die soll natürlich im Kniegelenksbereich sein. Dann haben wir hier natürlich einen Range Limiter. Da kann man den Funktionswinkel einstellen. Wenn jetzt jemand einen eingeschränkten Funktionswinkel, also eine eingeschränkte Fähigkeit des Oberschenkels hat, dass er nur einen bestimmten Gradbereich arbeiten kann, ist eine Möglichkeit einzustellen. Dann haben wir noch einmal hinten die Einstellungsmöglichkeit für die Rückenlehne. Das sollte so eingestellt sein. Erst natürlich mal richtig gerade aufrecht sitzen. Hier haben wir natürlich nochmal Handhalterung, wo man sich nachher festhält, dass der Oberkörper fixiert bleibt. Im Oberkörper findet fast keine Bewegung statt. Die Bewegung kommt nur aus dem Unterschenkel. Und dann eigentlich darauf achten, dass die Rückenlehne so eingestellt ist, dass der Rücken, ich zeige es nochmal von einer anderen Position, dass der Rücken natürlich komplett hinten am Polster anliegt. Und natürlich hier unten sollte es so sein, dass wir hier in der Kniekehle natürlich keinen Druck schon haben, sodass der Unterschenkel hier nach vorne gedrückt wird. Richtige Einstellung, das muss man sich nur einmal richtig einstellen, dann hat es eine Zahlenskala dran. Anhand der Zahlenskala findet man dann beim nächsten Mal wieder direkt die richtige Einstellung. Hier haben wir nochmal sichtbar die Winkelfunktionseinstellung. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, den Range Limiter entsprechend einzustellen, dass ich nur in einem bestimmten Funktionswinkel meinen Quadrizeps trainiere. Bei Kniegelenkspatienten mit Patellaspitzsyndrom, da sollte man darauf achten, dass natürlich im Endeffekt der Winkel nicht zu spitz wird, dass man nicht zu weit hier nach unten geht, sondern eben hier im relativ neutralen Winkel beginnt. Und das kann man an der Maschine perfekt einstellen. Jetzt zeigt uns Angie, wie es funktioniert. Armelsitzposition habe ich korrekt eingestellt. Drehachse am Kniegelenk. Füße in hüftbreiter Stellung, Kniegelenk, Fußgelenk, gibt eine symmetrische Belastungslinie. Ich zeige es mal. Hier haben wir, wo ist mein Finger da? Hier haben wir einmal großer C, zweiter C. Wenn wir jetzt hier nach oben gehen, mit den Knie, mit der Hüfte, Schulterlinie. Genau das ist eine symmetrische Belastungslinie. Fußspitzen flex bei der Übung, so habe ich etwas mehr Kontraktion im vorderen Oberschenkel. Und hier natürlich auch nicht in die submaximale Streckung nach oben gehen. Kurz vor der maximalen Streckung hören wir auf, dass natürlich immer noch ein Gelenkschutz besteht. Und schöne gleichmäßige Bewegung auch hier im Bereich des Quadrizeptrainings. Mal von der anderen Seite. Nochmal hier auch die Fußgelenke anschauen. Man sieht, sie hat die Füße flex. Und schöne gleichmäßige Bewegung. Konzentrischer Belastungsweg darf ein Tick schneller sein. Exzentrischer schön langsam. Und natürlich wieder nur bis zur neutralen Stellung gehen, das Gewicht nicht sausen lassen. Und auch hier der Oberkörper ist ganz still, Schultern schon hinten, bewegen kommt nur aus den Unterschenkeln. Und so haben wir natürlich jetzt hier ein perfektes Isolationstraining für den Quadrizep. Nennt sich Streckerübung oder auch Quadrizepmaschine, Streckmaschine, was auch immer, Unterschenkelstrecken. Jetzt darf die Angie mal das machen, was man nicht machen sollte. Führ's einmal zu schnell aus, bitte. Einmal, ja. Das sieht man sehr oft, schnelle, pendelnde Bewegungen, wo natürlich eine Flugphase mit dabei ist. Ja. Und dann die Füße auch zum Teil gestreckt, Fußspitzen nach vorne gestreckt oder auch das komplette Polster viel zu tief unten, sodass natürlich hier der Knöchel überlastet wird und natürlich auch zum Teil eben die Knie nicht richtig positioniert, Oberkörper mit bewegen und was sehr oft passiert, ist natürlich, dass hinten die Lendenwirbelsäule abhebt und Bewegung stattfindet, weil man sich hier im Handbereich nicht richtig fixiert und weil man den Beckenboden nicht in der Spannung hat. Jetzt mach's nochmal korrekt und spann den Beckenboden an.
So, und schon ist es korrekt. Jetzt wird die Lasteinleitung dahin geführt, wo sie hin sollte, auf den Oberschenkel und nicht über die Lendenwirbelsäule abgeleitet. So sollte man natürlich auch im Quadrizep arbeiten. Das schaut schön aus. Gut macht es. Okay, das war's zum Thema Strecker. Das war's zum Thema gesunde Fitnessübungen aus dem Venice Beach in Karlsruhe, der Nummer 1 zum Thema Fitness mit Angie, der Studioleitin. In Kürze geht es weiter, wieder mit Trainingsübungen aus dem Fitnessbereich, Krafttrainingsbereich, sodass ihr die Möglichkeit habt, alle Übungen, die es hier im Venice Beach gibt, verletzungsfrei auszuführen.